Das Flutlicht ist an und eine tolle Atmosphäre am Hamburger Millerntor, wo unsere Eintracht in wenigen Minuten in der zweiten Runde des DFB-Pokals auf den FC St. Pauli trifft. Das wird wieder viel stürmen. Hinteregger bringt die Flanke rein, sucht der Bastos, Kopfball, Tor! Tor für die Eintracht! Martin Hinteregger mit einer Halbfeldflanke und Bastos schraubt sich da nach oben und köpft den Ball aus 5-6 Metern in den rechten Winkel rein. Und dann ein toller Pass auf Bastos, kein Abseits, Bastos, kein Abseits und Tor! Oh! Tor für unsere Eintracht, 2-0. Doppelpack vom Holländer, sensationelles Ding. Gibt es ein Duell mit Martin Hinteregger, müsste normalerweise Foulspiel, es gibt Elfmeter. Was ist das denn? Handspiel angeblich? Ja. Ist wieder so ein Ding, kann man geben, muss man nicht. Also aber jetzt, ihm ist es egal, der Elfmeter-Anlauf ist in die Mitte geschossen und Tor. Und somit der Anschlusstreffer. 2-1 die Führung für unsere Eintracht nach den ersten 45 Minuten und das auf jeden Fall verdient. Flumi, ja, unnötig. Flumi und Jelson geraten da ein bisschen aneinander. Ja, gibt ein Wortgefecht zwischen Johannes Flum und Jelson Fernandes. Jelson kriegt sich auch gar nicht ein. Also Pauli bemüht sich da und ackert und rackert, aber viel Gefährliches ist dabei nicht rumgekommen. Das ist es. Wir sind im Achtelfinale. 2-1 Sieg gegen den FC St. Pauli.